Wir haben heute einen ganzen Shuttle-Tag. Time-Runs. Go! Hat ganz schön reingescherbelt. Bin ich fast gegen den Steiner gesprungen, Alter. Geil. Hallo Freunde, willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute wird's besonders spannend. Wir haben heute einen ganzen Shuttle-Tag gebucht und fahren jetzt gerade auf den Downhill Man in Finale Guglie. Es wird ultra spannend. Ich bin noch nie hier gefahren. Die haben hier ein bisschen was geändert. Es regnet komplett. Es sind einfach harte Conditions. Komplett durchgenässt von gestern noch. Komplett gestern bei Regen geschattet und so. Heute den ganzen Tag. Total ist ein bisschen spannend. Aber ich nehme euch mit, ihr seid dabei. Und dann viel Spaß mit dem Video. Ja. Denkt dran zu abonnieren. Das wäre sehr, sehr, sehr nett. So geil. Meine Jacke ist auch nicht richtig. Geht nicht mehr zu. Ich habe hier das Ding. Einfach mein. Und mein MO2 habe ich diese Kletter abgemacht. Und jetzt muss ich den jetzt runternehmen. Muss ich vorne erstmal einen Kabelbinder ranmachen. Boah, das ist ganz lustig. Ich will das auch beschlagen. Wird nice. Mein Reifen hinten ist auch runtergefahren. Aber naja, dann kann man den wenigstens hier noch ein bisschen fahren auf dem Trail oder den Tag. Und dann müssen wir den auf jeden Fall mal wechseln. Ist an der Grenze des Verschleiß. Wir machen gerade ein bisschen Line-Testing, um dann bei der nächsten Abfahrt schön zu fahren. Gucken wir mal, jetzt probiere ich einfach mal was. Ja. Ja, das ist unser Shuttle für heute. Wir waren jetzt auf zum zweiten Lab in Anführungszeichen. Gerade haben wir uns ein bisschen was angeschaut. Und jetzt probieren wir das Ganze einfach wieder ein bisschen schneller zu fahren und dann wahrscheinlich in der dritten Runde dann eine Full Lab oder sowas, denke ich, dann wird dann kommen. Also jetzt seid dabei, seid gespannt, wird geil. Jetzt sind wir halt eine halbe Stunde komplett aufgezogen. Schauen wir mal. Ich bin gerade mal heftig an einem Stein hängen geblieben. Alter, das war ja krass. Holla die Waldfee. Boah. Boah. Puh.
glaube, das hat ganz schön reingescherbelt. Ja. Um meine Bikes überhaupt erstmal nach Finale Liguria zu bekommen, brauche ich natürlich einen sicheren Fahrradträger. Deshalb bin ich jetzt mit MFT Systems gepartnert, die nicht nur Fahrradträger herstellen, sondern auch Anhängerboxen, um eure Sachen schnell und kompakt von A nach B zu bekommen. Sichert euch jetzt 10% auf eure Bestellung mit dem Code Florian10 und startet somit perfekt in die Bikepack-Saison mit einem neuen Fahrradträger. Das Wetter hat sich jetzt so extrem schnell gewendet. Wir machen jetzt ein paar Time-Runs. Ich nehme euch mit auf den Full-Run. Kommt der Flo? Warte. Ja, okay. 3, 2, warte. Warte, kann mich, Luke, halt mich mal kurz. 3, warte. 2, 1, go! Oh nein! Alter! Ah, oben voll reingeschissen! Ja, voll reingeschissen oben! Da haben wir doch gesagt, geradeaus! Ja, ich weiß, ich hab's voll verpennt wieder, bin wieder die Kurve gefahren! Ja, also, auf jeden Fall ganz so schwachsinn, ich hab's ja mitbekommen, oben bin ich wieder diese Kurve gefahren, ich wollte da geradeaus wieder voll verpennt. Aber ansonsten hat's mega Spaß gemacht. Hat ein bisschen zu viel Luft auf dem Reifen leider. Bisschen zu viel aufgepumpt. Ich habe extra vorher noch mal ein bisschen was drauf gemacht. Aber das war übelst knallhart. Ich bin einfach in diesem Schotter nur hin und her gerutscht. Vorne hat war gerade so und hinten ist halt einfach ein bisschen ausgebrochen. Aber trotzdem Gaudi gemacht. Und gutes Training, gutes Training. Jetzt bei feinstem Wetter hier. Schaut euch an das Panorama hier. Prime Conditions. Geil, geil, geil. Kurze Mittagspause beendet. Jetzt sind wir wieder oben auf der Base NATO. Komplett andere Wetterverhältnisse und wir fahren jetzt irgendwie einen ganz linken Trail, weil die uns dann unten dort abholen. Bisschen doof, weil irgendwie irgendwelche Trails gesperrt sind. Was ich auch nicht glaube, weil viele auch das hier trotzdem fahren, aber die dürfen es irgendwie nicht und deswegen können wir es auch nicht machen, dass sie uns dann abholen. Deswegen fahren wir jetzt den ganz linken hier und auf geht's, ich nehme euch mit. Jannes at the front. Alter, das macht ja hier. Alter! Das ist geil hier. Digga, da bin ich fast gegen den Stein da gesprungen, Alter. Ja, ich war nur an diesem einen, wo dieser Stein, dieser große Stein links war. Da war halt nicht, weil da so Wurzeln, da bin ich ein bisschen. I will be your shield in the fiercest battle out of vengeance. From all these arrows and the sword I will keep you from danger. Let me be your shield. Boah, yeah. Baum! Really sloppy. Woo! Really sloppy right here. Oh, it's
just you, me and the odds. We stuck together, we two peas in a pod. Get dealt a bad hand, I'm there seizing the cards. We'll never be separated till we see in the gods. We've been low together, high forever. Long as we go together, we'll die whenever. Be a light, couldn't let the darkness try you ever. Truth in my word, you I lie to never. And when the world gets a little too hard. Lass mal. Genau, lass mal warten. Wir sind jetzt gerade nochmal hier so ein Trail gefahren von der Base NATO. Den ganz rechten von den Kleinen, die dort oben losgehen. Für diejenigen, die vielleicht wissen, welche ich meine. Und jetzt fahren wir nochmal rüber zum Rollercoaster und dann ganz runter. Und das war's dann auch für heute. Es ist jetzt schon immer so 15, 30, 16 Uhr. Wir sind seit heute früh um, ich glaube, 8:30 sind wir los. Ja, irgend sowas unterwegs. Also langer Tag. Es war auf jeden Fall mega geil bis jetzt. Machen wir nochmal Rollercoaster. Zum Down natürlich da nicht so ganz so wild, aber werden wir sehen. Macht trotzdem Gaudi. Alter, ist es Foggy! Boah, Junge! Boah! Die ganze Soße ins Gesicht! Boah! Junge! Los! Das war aber auch eine chicky Line, Alter. Boah, Junge. Boah! Das war knapp. Also das war wirklich arschknapp. Boah. You may be facing tribulation, but don't let it get you down. What I'm saying may take patience, but you're gonna make it out. I squash my own two feet to pull you to safety. Trotzdem wild. Wir sind jetzt zurück am Camp. Es war ein ultra langer Tag. Übelst fertig jetzt mittlerweile. Auch die letzten Tage stecken ja natürlich auch noch mit drin. Bike sieht richtig schön dreckig aus. Geil. Prime Dirt. Aber es hat richtig Spaß gemacht. War ein geiler Tag. So shutteln über den ganzen Tag lohnt sich auf jeden Fall. Wenn es euch gefallen hat, liked, schreibt einen Kommentar und abonniert den Channel. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin. Peace. Zurück in Deutschland, Finale-Gurie überstanden und jetzt will ich euch mal noch ein kleines Feedback geben zu dem Shuttle-Tag. Das Ganze hat 80 Euro gekostet, was für mich schon mal einen kleinen Punkt Abzug ist in der Bewertung, denn 80 Euro für einen Tag Shuttle ist natürlich schon relativ viel, wenn man betrachtet, dass man nur 5 bis 6 Mal fährt oder halt hochgefahren wird, je nachdem wie lang der Trail ist oder wo man halt hingefahren wird. Dennoch muss ich sagen, die Abwechslung war ganz geil für den ersten Tag. Macht euch auf jeden Fall gefasst für den zweiten Tag, da gibt es noch mal ein bisschen mehr Abwechslung. Aber im Allgemeinen war es trotzdem mega geil, auch wenn das Wetter nicht mitgespielt hat, muss ich dem Ganzen insgesamt so eine 7 von 10 geben. Und jetzt kommen wir nochmal zum Feedback von Luca. Wie Flo schon gesagt hat, war der Shuttle-Tag mega cool. Für mich war es das erste Mal in Finale Ligure und ich fand persönlich den DH-Man trotz dem Regen sehr geil und trotzdem griff ich die Steine. Bis auf, dass ich mich dann hingelegt habe und, wie ihr es vielleicht gesehen habt, dann auch verletzt hatte und nicht mehr weiterfahren konnte. Aber insgesamt hat der Tag sich gelohnt. 80 Euro ist, wie schon erwähnt, sehr teuer, was halt natürlich auch ein Abzug ist. Und deswegen gebe ich den Tag auch insgesamt, gehe ich bei einer 7 von 10 mit. Wenn ihr bis jetzt geschaut habt, dann supportet mich auf jeden Fall. Lasst einen Kommentar da. Vergesst natürlich nicht, meinen Kanal zu abonnieren, um keine weiteren Videos zu verpassen oder so coole Projekte wie in Finale Ligure. Deshalb jetzt abonnieren, schreibt einen Kommentar und dann sehen wir uns hoffentlich auch schon wieder im nächsten Video.